wie ein Riesenspeicher, den man füllen muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie vielleicht Angst vorm Fliegen haben? Grauenvolle Angst, wenn Sie es genau wissen wollen. Wir müssen da jemandem helfen, der sich nicht in die Luft traut. Ja, ich habe doch vor einem Jahr von euch Einsteinern zum Geburtstag diese Ballonfahrt geschenkt bekommen. Ja, sag mal, wer von euch beiden möchte mitfliegen? Frau Galwitz. Ich habe versprochen, dass ich, wenn Aida wieder gesund wird, dass ich dann ins Kloster gehe. Aber wir nehmen trotzdem nicht jede auf. Denn es ist wichtig, dass jede, die zu uns kommt, wirklich so leben will wie wir. Ich habe eben das hier in meiner Tasche gefunden. LM. LM. Laura Marwege. Dein Bikini-Oberteil kannst du dir morgen nach dem Unterricht bei Dr. Stolberg abholen. Mein was? Ich möchte, dass du so schnell wie möglich rausfindest, wie dieses Bikini-Oberteil bei Halla gelandet ist. Und wie soll Philipp das rausbekommen? Indem er das Schülergericht zusammenruft. Das Schülergericht? Willst du dir die Sache mit dem Schülergericht nicht nochmal überlegen? Nein, wieso? Naja, das ist doch ein bisschen peinlich. Nicht für mich. Ich habe Halle das Teil nicht zugesteckt. Und wie willst du das beweisen? Halle muss mir das beweisen und nicht umgekehrt. Das stimmt, im Zweifel für die Angeklagte. Sag mal, hast du eigentlich schon jemanden, von dem du dich vor dem Schülergericht verteidigen lassen willst? Wieso? Ich vertrete mich selbst. Sorry, das geht nicht. Und warum nicht? Vor unserem Schülergericht braucht jeder einen Verteidiger, das ist nun mal so. Dann übernehme ich das. Du, das könnte dir so passen. Wieso? Was spricht denn dagegen? Kim wäre wirklich die allerletzte, von der ich mich verteidigen lasse. Also ich halte mich da raus. Sagt mir Bescheid, wenn ihr euch geeinigt habt. Ach, und das Corpus Delicti nehme ich am besten gleich mit. Hey, warte mal, muss das denn sein? Ja, ich sag gleich Stolberg und den anderen Bescheid. Und was ist? Soll ich dich nun verteidigen oder nicht? Natürlich nicht. Das würde ich mir an deiner Stelle noch mal gut überlegen. Und warum sollte ich? Weil ich dann die Anklage übernehme. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Und hast du keine Chance. Ach, Aida. Ich bin so froh, dass es dir wieder gut geht. Sag mal, weißt du eigentlich, dass ich deinetwegen ins Kloster muss? Dann guck nicht so, du kannst ja nichts dafür. Aber ich hatte halt so eine Angst um dich, dass ich alles versprochen hatte, damit du wieder gesund wirst. Was würdest du sagen, wenn ich so aussehen würde? Oder vielleicht so? Sag mal, hast du schon mal eine Nonne auf dem Pferd gesehen? Seit wann trinkst du denn Leitungswasser? Ich hab so einen Durst, ich könnte glatt einen ganzen See austrinken. Und warum nimmst du denn nicht eine Limo? Ich habe heute Nacht schon 3 Flaschen getrunken, aber davon habe ich immer mehr Durst bekommen. Sei bloß vorsichtig. Meine Oma sagt immer, von unabgekochtem Wasser kriegt man Läuse im Bauch. Macht nichts, ich bin tierlieb. Du sag mal, zwischen dir und Halla, was ist da eigentlich gelaufen? Nichts weiter. Fängst du jetzt auch noch damit an? Also, war da was oder nicht? Du denkst doch nicht im Ernst, dass ich dir das auf die Nase binde. Und warum nicht? Weil dich das überhaupt nichts angeht. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Würde ich ja gern, aber Philipp hat mich gebeten, Herrn Haller morgen beim Schülergericht zu vertreten. Du sollst was? Ja, ich könnte mir auch was Lustiges vorstellen. Also, wenn das so ist. Also, da war wirklich nichts zwischen mir und Haller. Und wer hat ihm dann das Bikini-Teil zugesteckt? Ich jedenfalls nicht. Wirklich nicht? Nein, und jetzt lass mich endlich in Ruhe. Aber Laura sagt, dass sie es nicht gewesen ist. Wenn sie dabei bleibt, dann kann ich nicht gelassen bleiben und Sie auch nicht, Herr Dr. Stolberg. Es geht um meine Zukunft und den Ruf Ihres Gymnasiums. Aber deshalb halte ich es ja für eine kluge Idee, dass wir diese Geschichte vom Schülergericht verhandeln lassen. Ich weiß nicht. Was ist, wenn wir morgen alle eine große Überraschung erleben? Sie meinen, dass das Ganze wie das Hornberger Schießen ausgeht? Wir sind betroffen und alle Fragen offen. Und ich bleibe auf meinem Bikini-Oberteil sitzen. Wir haben mit dem Schülergericht bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Sie können getrost darauf vertrauen. Wie wollen Sie ausschließen, dass die Schüler draußen darüber erzählen? Ich meine, durch diese Verhandlung wird ja die ganze Angelegenheit erst richtig breit getreten.
Och, lieber Herr Haller, lassen Sie uns doch das Ganze nicht noch mehr dramatisieren. Ich meine, wenn Sie wirklich von diesem Bikini-Oberteil überrascht wurden... Herr Dr. Stolberg, was soll denn das heißen? Himmel, Herrgott, natürlich gehe ich davon aus, dass es so war, wie Sie sagen. Und ich bin überzeugt, dass sich dieser Sachverhalt auch in der Verhandlung bestätigen wird. Ruhe bitte. Ruhe, Ruhe bitte. Als erstes möchte ich Herrn Dr. Stolberg dafür danken, dass er uns seinen Unterricht zur Verfügung gestellt hat. Zweitens. Ja, was gibt's denn? Ich habe einen Termin mit Frau Galwitz. Das ist sehr dringend. Könnte ich bitte gehen? Philipp, brauchst du denn Johannes für die Verhandlung des Schülergerichts? Nein, eigentlich nicht. Also gut, aber ausnahmsweise. Danke sehr. Zweitens. Das Schülergericht ist auf ausdrücklichen Wunsch von Laura zusammengetreten. Es geht darum, wie das Bikini-Oberteil von Laura Marwege zu Herrn Haller gelangt ist. Ruhe bitte. Ruhe, Ruhe bitte. Herr Gregor Haller wird vertreten durch die reizende Prinzessin Elisabeth von Hohenfels und die Verteidigung übernimmt nach Zustimmung Laura Marwiges Kim Riemann. Zustimmung ist gut. Bitte. Ich erkläre die Verhandlung hiermit für eröffnet. Es beginnt Elisabeth. Eigentlich ist Liebe etwas Schönes, aber nur wenn sie auch erwidert wird. Ist das nicht der Fall, kann es verdammt peinlich werden. Könntest du bitte zur Sache kommen? Ich bin bei der Sache. Laura ist in Herrn Haller verliebt. Das hat er pädagogisch völlig korrekt zurückgewiesen. Was liegt da näher, als dass sie sich an ihm rächen und ihn bloßstellen wollte? Aber das stimmt doch gar nicht. Bitte, Laura, du kommst später dran. Für meine Behauptung gibt es Fakten. Erstens, der Zettel am schwarzen Brett, ihr erinnert euch. Laura liebt Haller. Zweitens, Laura erscheint im Sportunterricht im Bikini. Und drittens, eben jenes Bikini-Oberteil taucht nun bei Herrn Haller auf. Und was schließt du daraus? Dass Laura ihm das Teil untergeschoben hat, um ihn in eine unangenehme Situation zu bringen. Danke dir, Elisabeth. Und nun bist du dran, Kim. Laura, bitte, du kommst später dran. Deine Interessen werden jetzt von Kim vertreten. Einen Augenblick, bitte. Kannst du mal einen Moment Pause machen? Ich muss mal auf Toilette. Hättest du das nicht vorher machen können? Hab ich ja. Okay. Wir unterbrechen die Verhandlung für, sagen wir, 5 Minuten. Guten Tag. Wir freuen uns, Sie bei Einstein Airlines auf unserem Flug nach New York begrüßen zu dürfen. Bitte schnallen Sie sich an und bringen Sie die Lehne in eine senkrechte Position. Und klappen Sie die Tische hoch. Darf ich? Bitte, bitte. In 6 Stunden und 45 Minuten werden wir unseren Zielflughafen erreichen. Falls wir vorher nicht abgestürzt sind. Keine Sorge. Unser Captain Johannes Bodenstein verfügt über große Erfahrung. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Wie viele Triebwerke hat diese Maschine eigentlich? Triebwerke? Ich glaube 2. Glauben Sie oder wissen Sie? Wie ich soeben höre, haben wir Ihnen zu Ehren sogar 4 Triebwerke eingesetzt. Gibt es eigentlich Notlandungsplätze entlang der Flugroute? Natürlich. Auch auf dem Atlantik? Da natürlich nicht. Aber hier sind unsere Schwimmwesten. Und was ist mit Fallschirmen? Augenblick mal. Oh, tut mir leid, aber mit dieser Maschine fliege ich nicht. Ich bin ja nicht lebensmüde. Bitte, darf ich Sie beruhigen? Laut Statistik ist das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Selbst als Fußgänger leben Sie gefährlicher. Ich finde das toll, was euch da eingefallen ist. Aber ich muss los. Ich habe noch eine Verabredung mit Herrn Basulke. Moment, wir müssen noch landen. Oh ja. Ach, übrigens, falls es euch tatsächlich gelingen sollte, mich von meiner Flugangst zu befreien, dann... Was dann? Dann bekommt ihr eine Woche Mathe frei. Oh, verflixt noch mal. Wo sind denn die Schlüssel? Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich bin reingekommen, bin ich zum Tisch gegangen. Und da... Das stimmt ja gar nicht. Und dann war ich ja noch am Stundenplan. Ach, Kollegin Hansen, das trifft sich ja gut, dass Sie auch eine freie Stunde haben. Dann sagen Sie mal, darf ich Sie mal was fragen? Ist es eigentlich dieser Schwester Spontana gelungen? Nein, die Schwester Sponsaria. Ah ja, pardon, genau. Dieser Schwester Maria Sponsaria. Ist es dir eigentlich gelungen, Thekla von ihrem Gelübde abzubringen? Nö, nicht, dass ich wüsste. Heißt das, dass Thekla nach wie vor ins Kloster gehen möchte? Das sieht wohl so aus, ja.
Ja, aber da können wir doch nicht tatenlos zusehen. Och Mensch, Sie gehen mir richtig auf die Nerven. Ich habe ganz andere Probleme. Außerdem findet da drüben eine Schülergerichtsverhandlung statt, in der Herr Haller um seinen guten Ruf als Lehrer kämpft, nur weil gewisse Kollegen meinen, sie müssen aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ja, aber Frau Hansen, dieses Bikini-Oberteil ist doch keine Mücke. Um noch mal auf Thekla zurückzukommen. Oh, Gott sei Dank. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Thekla ihre schulischen Leistungen... Nein, ich muss los. ...ziemlich vernachlässigt. Was Elisabeth bisher aufgetischt hat, sind alles nur Vermutungen. Bewiesen hat sie gar nichts. Na, hör mal. So ein Bikini gibt's in jedem großen Kaufhaus. Jeder hätte ihn also kaufen können. Gibt es irgendeinen Beweis, dass es sich tatsächlich um Lauras Teil handelt? Und was ist mit den Initialen? Richtig, wie kommt es, dass LM in diesem Teil steht? Ganz einfach. Alle von uns haben blaue Faserstifte. Jeder hätte also diese Buchstaben reinkrakeln können und dann das Teil in Hallers Sporttasche packen können. Interessant. Woher weißt du, dass das Bikini-Oberteil in meiner Sporttasche war? Wo denn sonst? Bisher war von keiner Sporttasche die Rede. Wie kommst du also darauf? Na ja, ich stand doch die ganze Zeit unbeaufsichtigt in der... Also für mich ist jetzt alles klar. Laura ist die Täterin. Wie bitte? Natürlich, die Sache ist doch ganz einfach. Laura hat Kim erzählt, wie es wirklich war. Und Kim hat sich so eben verplappert. Du verdammte Schlange, du hast mich reingelegt. Ruhe bitte, Ruhe, auseinander. Bitte setz dich wieder auf deinen Platz. Kleinen Augenblick bitte. Es kann gar keine Beweise geben für Lauras Tat. Und warum nicht? Weil Laura die Tat nicht begangen hat. Ich kenne die wahre Täterin. Na, da bin ich aber neugierig. Ich war's. Hallo. Da bin ich wieder. Das ging aber schnell. Ja, Herr Pasulke war schon nicht mehr da. Habt ihr eine Ahnung, wo er stecken könnte? Kein blassen Schimmer. Aber wir können ja nur mal losfliegen. Oh ja, hier gibt ihr eh keine Ruhe. Also schön. Was habt ihr euch denn jetzt ausgedacht? Hier, für alle Fälle. Aber nein, den werde ich doch hier nicht brauchen. Da wäre ich mir aber an Ihrer Stelle ganz so sicher. Huch, was soll das denn? Oh, großer Gott. Was soll das denn? Oh. Keine Sorge, unser Kapitän erwartet nur ein paar kleine Turbulenzen, aber möchten Sie vielleicht einen Cola? Nein, nein. Oh. Bitte kann ich vielleicht doch die Tüte haben? Oh nein, bitte hört auf, aufhört, mir wird schlecht. Was ist hier kaputt? Ach, gar nichts. Wir bereiten Frau Gavis nur auf ihren großen Flug vor. Ach, Donnerwetter, das ist ja eine großartige Idee. Ja, finden Sie? Bin ich inzwischen nicht mehr der Meinung. So. Und ich hoffe, das war's jetzt. Nicht ganz. Sie müssen da unbedingt noch was ausprobieren, damit Sie richtig fit sind. Tja, aber da müssen Sie leider mit uns in die Lagerhalle kommen. Oh, nein. Herr Haller, ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, was ich getan habe. Ehrlich. Ist dir eigentlich klar, in welche Lage du mich gebracht hast? Das habe ich wirklich nicht gewollt. Das wäre echt blöd von mir. Du erwartest sicher nicht, dass ich dir da widerspreche. Nein, natürlich nicht. Also gut. Entschuldigung angenommen. Danke. Ach, Kim. Da gibt es noch jemanden, bei dem du dich dringend entschuldigen solltest. Mhm. Laura? Oh. Könntest du mir vielleicht noch mal verzeihen? Ich war einfach so schrecklich sauer, weil ich gedacht habe, du musst lieber mit Haller zusammen sein als mit mir. Erzähl das doch, wem du willst. Es tut mir wirklich leid. Wenn du willst, dann ziehe ich auch aus. Also, von mir aus kannst du bleiben. Wirklich? Du meinst, wir beide... Also, du meinst wirklich, wir beide können... Ja, aber nur unter einer Bedingung. Keine klugen Ratschläge mehr. Was Haller betrifft, das hat sich sowieso erledigt. Wieso? Haller hat bereits eine Freundin.
Wirklich? Hat jemand von euch Lust, in den Sommerferien mit ins Kloster zu gehen? Spinnst du? Was sollen wir denn im Kloster? Naja, diese Maria Sponsaria hat mich eingeladen. Und ich darf auch jemanden mitbringen. Zeig mal. Sieht nicht gerade wie ein Vier-Sterne-Hotel aus. Da gibt's bestimmt kein fließend warmes Wasser. Wieso? Ich finde, die Zimmer sehen gar nicht so schlecht aus. Finde ich auch. Müssen denn Gäste auch ständig dieses Ora und Labora mitmachen? Du meinst beten und arbeiten? Glaube ich eher nicht. Das gilt wahrscheinlich nur für die richtigen Nonnen. Also wenn ich mir vorstelle, dass du für immer in so einem Kloster landest. Also für mich wäre das nichts. Für mich auch nicht. Immer in denselben Klamotten rumlaufen, wochenlang fasten, kein Fernsehen, keine Jungs und keine Süßigkeiten. Und wenn doch, dann musst du Buße tun und dich kasteien. Kasteien? Was ist das denn? In manchen Orden, da verhauen sie sich selbst, wenn sie glauben, dass sie was falsch gemacht haben. Sag mal, willst du da wirklich hin? Mann, was soll ich denn machen? Ich meine, ich hab's nur mal geschworen und wenn ich meinen Schwur breche, dann wird Aida vielleicht wieder krank. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Doch. Was hast du bei deinem Versprechen eigentlich ganz genau gesagt? Ich habe gesagt, lieber Gott, wenn du Aida wieder gesund machst, dann gehe ich ins Kloster. Dann gehe ich ins Kloster. Sulki, wie sehen Sie denn aus? Naja, ich habe mich schon für den Flug umgezogen. Wieso, wollen Sie da mitmachen? Nee, nach Ihnen bitte. Ich soll da aber jetzt nicht rein. Ach, kommen Sie, Frau Geilitz, wir helfen Ihnen auch. Na, kommen Sie. Nein, Hilfe ist das eng hier. Was soll das hier eigentlich alles? Na, wie fühlen Sie sich? Oh, ein Lachen. Gar nicht so schlecht. Na, dann ist ja gut. Also, alles klar? Erste Phase, mittlere Sturmstärke. Na, danke. Danke, das reicht. Entschuldigung, aber wir müssen da noch durch einen kleinen Sturm. Am besten, Sie schließen die Augen. Auf die Plätze, fertig, los. Oh, na, na. Oh, nein, bitte nicht aufhören. Oh, nein! Ich kann nicht mehr! Keine Panik, ich bin ja bei Ihnen! Aufhören! Aufhören! Was ist gut hier? So, Kinder, das reicht jetzt. Das reicht. Oh, Papa, bringen Sie mich weg. Egal wohin. Oh, da bist du ja endlich. Los, zieh dich schon mal um. Umziehen? Wozu? Was habt ihr vor? Wir wollen dich begleiten. Begleiten wohin? Oh, na, ins Kloster. Wir wollen dir helfen, dein Gelübde zu erfüllen. Ich verstehe kein Wort. Wo liegt eigentlich diese Hütte von der Maria Sponsaria? Moment, ich hab's genau eingezeichnet. Sag mal, könnt ihr mir vielleicht mal verraten, was das hier alles soll? Ach, gleich. Zieh dir inzwischen schon mal deine Wanderschuhe an. Meine Wanderschuhe? Pass auf, die Sache ist doch ganz einfach. Du hast gelobt, ins Kloster zu gehen, richtig? Ja, und? Du hast nicht gelobt, im Kloster zu bleiben, oder? Nein, nicht direkt. Na also, dann erfüllst du jetzt dein Versprechen und gehst ins Kloster. Und wir werden dich begleiten. Die sagen der Schwester Sponsaria. Guten Tag. Und gehen dann gemeinsam mit dir wieder zurück. Und ihr meint, das gilt? Na, la logo. Oder hast du etwa was anderes versprochen? Wir versammeln uns hier um die Kompostanlage. Das ist nämlich eine Recyclingfabrik vom Feinsten. Hier riecht's.
Da irrst du, meine Liebe. Was du riechst, ist nämlich nur dein Vorurteil. Ein Komposthaufen, der richtig angelegt ist, der ist nämlich nahezu geruchlos. Und was dürfen wir auf den Kompost werfen? Emily? Gras, Laub und Essensreste. Im Prinzip richtig, aber worauf müssen wir bei den Essensresten achten? Dass kein Fleisch mit dabei ist. Stimmt, Johannes. Aber wie wird jetzt aus all den Abfällen Komposterde? Es verrottet einfach. Geht's vielleicht ein bisschen genauer? Mikroorganismen zersetzen organische Stoffe. Die mischen sich mit Stoffwechselprodukten. Und den Rest tun Käfer und Regenwürmer. Danke, Johannes. Und worauf müssen wir noch achten? Dass man ihn zweimal im Jahr umsetzt, damit er gut Luft bekommt. Danke, Johannes. Ich sehe, du bist ja ein richtiger Fachmann auf dem Gebiet. Das darf doch wohl nicht wahr sein, Luisa. Hallo? Herr Dr. Stolberg, das ist für Sie. Für mich? Wer ist denn da dran? Irgendeine Schleiereule. Bitte wer? Stolberg? Hallo, hier spricht die Schleiereule von Sargleben. Also hören Sie mal, ja, ich bin mitten im Unterricht. Ich habe für solche Scherze jetzt keine Zeit. Wer ist denn da überhaupt? Schauen Sie mal nach oben. Ich müsste gleich über Ihnen auftauchen. Frau Gallwitz. Verraten Sie mir doch mal, wie Sie überhaupt da hochkommen. Tja, das verdanke ich alles dem Falken von Seelitz. Ach bitte, jetzt hören Sie auf, ein Rätsel zu sprechen, ja? Darf ich mal? Ja. Hallo, Frau Gallwitz. Hallo, Luisa. Herzlichen Glückwunsch und viele Grüße an Herrn Pasolke. Der wird gerade getauft. Ihr solltet mal sehen, was der für ein dummes Gesicht macht. Darf ich auch mal? Hallihallo, hier spricht der Falke von Seelitz. Wenn wir hier heil wieder runterkommen, dann steigt auf Schloss Einstein eine riesen Ballonparty. Was aus eurer Belohnung wird? Na, keine Angst, die wird Frau Gallwitz schon nicht vergessen. Hallo, sagt Dr. Stolberg bitte, er soll schon mal meinen Dienstreiseantrag nach New York unterschreiben. Und das bedeutet für euch? Eine Woche Mathe frei. Wisst ihr was? Wir kriegen eine Woche Mathe frei. Yeah! Gute Reise! Der ist Hallersehen allein. Weit und breit keine Frau zu sehen. Wart's ab. Mann, mir sind schon die Füße eingeschlafen. Jetzt sei doch nicht so ungeduldig. Wenn ich dir sage, Halle habe ich mit einer Freundin gesehen, dann ist das auch so. Und wo ist die bitte schön jetzt? Vielleicht im Wasser. Du meinst, er hat ein Verhältnis mit einer kleinen Meerjungfrau? Na klar. Meerjungfrauen küssen ja bekanntlich besser. Hoffentlich haben wir auch nichts vergessen. Wieso? Wir machen doch gar keine Weltreise. Hast du Pflaster dabei? Wofür? Für die Blasen, die ich mit garantiert laufen werde. Mensch, ey, wo bleibt denn Thekla? Keine Ahnung. Vor einer Stunde hat sie gesagt, dass sie gleich wieder da ist. Wenn sie nicht bald kommt, da kriege ich echt einen Sonnenbrand. Ich habe Sunblocker dabei. Nanu, wohin soll denn die Reise gehen? Wir wollen ins Kloster. Was? Ihr auch? Ja, wir werden Thekla begleiten. Wollen Sie nicht mitkommen? Ich auch ins Kloster. Hallo, da bin ich. Hallo. Ich habe Aida gleich mitgebracht, weil das Ganze doch wegen ihr passiert. Da haben wir endlich mal jemand, der unsere Rucksäcke trägt. Hallo, Aida. Na, du, wie geht es dir? Alles wieder in Ordnung? Ja, wir gehen jetzt zusammen ins Kloster. Ja, ich weiß. Anna hat mir bereits schon alles erzählt. Sagt mal, habt ihr euch auch bei Dr. Stolberg abgemeldet? Ja, der weiß Bescheid. Also dann... Alles Gute für deinen weiteren Lebensweg. Wieso? Ich bin doch morgen wieder da. Was? Jetzt verstehe ich ja gar nichts mehr. Mensch, es ist doch ganz einfach. Wir gehen ins Kloster, Herr Dr. Wolfert. Wir gehen. Ja, und? Ach so. Ja, jetzt verstehe ich. Oh Mann, ich habe keine Lust mehr, länger zu warten. Nur noch 10 Minuten, dann machen wir Schluss. Gib mal her. Ich glaube, dir zählt die Fische. Quatsch. Achtung, da kommt jemand. Und, wer ist es? Keine Ahnung. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Na bitte, was habe ich gesagt? Du meinst, das ist sie?
Ja, das ist die, die ich schon mal gesehen habe. Das ist ja... Und sag schon, wer ist das? Hier, guck selbst. Aber das ist ja... Das ist ja die Hansen. Alles ist relativ normal. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.